Oh, what? Doch. Herzlich willkommen, Leute. Ja, Fraps hat gerade spät reagiert. Das ist mein Aufnahmeprogramm. Und ja, Mario ist eingeschlafen in der Zeit, in der wir dann den nächsten Port vorbereitet haben. Und ja, mein Gast ist immer noch da. Moinsen. Hi, Lolli. Und wir werden gleich weitermachen. Ja, Mario, aufstehen hier. Alter, Schlafmütze. Man, ihr könnt den ganzen Tag schlafen. Der ist genauso wie du. Aber ich kann das auch manchmal. Also, ich nehme mich da nicht aus. Also, den ganzen Tag im Bett liegen ist schon, hat schon manchmal was Cooles. So, ja, wir machen jetzt das Geheimnis der Bücherei. Ich glaube, ich bin hier total falsch. Hab mich gerade voll verfranst. Aber ich weiß ja, wo es ist. Ich habe das gerade irgendwie mit meiner Stern hier verwechselt. Und genau, wieder rüber geswappt. Und dann müssen wir, glaube ich, hier rein. Genau. Und dann springt man einfach, damit man. Oh, Scheiße, ich wurde trotzdem getroffen. Hä, die tun mir ja gar nicht. Das ist ja doof. Oh Gott, hoffentlich weiß ich es noch. Oben, links, rechts, du bist. Mittel, rechts. Okay, oben. Links. Und. Ja, ein riesen Bücherregal schiebt sich auf. Was ich nicht verstehe, ist, das Ding ist doch tierisch fett, wenn man genau hinguckt. Da hat sich ein riesen fettes Ding in die Wand geschwungen. Aber auf der anderen Seite ist nichts zu sehen. Oh, boah. Hier ist nichts zu sehen. Das grenzt an gespenstische Geister. Oh, ich bin auf das Buch gesprungen. Das ist wirklich hier einfach und schnell gemacht. Wir gehen hier rein und tada, da ist der Stern. Im DS ist hier eine Glaswand davor, damit man nicht runterspringen kann. Obwohl ich noch nicht ganz genau weiß, wozu das eigentlich gehen soll. Man kann es doch machen, wenn man Spaß daran hat. Yahoo! Genau, so sieht das auch. Daran haben wir 25 Sterne. Oh, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Im letzten Stern hatte ich meine 20% endlich erreicht. Das heißt, ein Fünftel des Spiels durch. Da kann ich dann mal ausrechnen, wie viel Part ich. Oh. Was hast du denn da? Keine Ahnung, ich verlängere meinen Weitsprung. So, und jetzt bei der Treppe und. Swap. So, der Timer ist diesmal pünktlich gestartet. Oh, fuck, ist er nicht. Oh, Kletterer auf B-Fuß. Ich dachte, ich hab gedrückt, aber. Ich glaube, weil Fraps gepennt hat, deswegen habe ich jetzt vergessen, auf mein Handy zu drücken. Aber ist egal. Wir rechnen wieder eine Minute mehr ein und müssen den pünktlich beenden. Das macht ja nichts. Wir haben es die letzten zwei Parts auch geschafft. Ne? Mhm. Mein Zeitgefühl wird immer besser, wenn ich stolz drauf. Und wir gehen jetzt in Big Boost Big Ass treten. Ich hoffe, Mario hat eine Menge Spaß dabei. Also, ich hoffe ja, also. Niemand wird jetzt sagen, dass Mario gewaltverherrlichende Elemente in dieses Spiel einfließen lässt. Nein, das ist nicht wahr. Das ist Mario will seine Prinzessin retten und muss dafür die bösen Monster besiegen. Aber klingt eigentlich wie ein Rollenspiel. Aber es ist ein Jump in One. So, jetzt gehen wir auf den komischen Balkon und ja, ich sammle mal ein paar Münzen ein. Ich habe noch eine. Oh, hier wären noch mehr Münzen gewesen im letzten Part. Ey, dann hätte ich doch bestimmt 170 Münzen zusammengekratzt. Ey, das ist doch abartig. Ich meine, hier gab es wirklich eine Münzexplosion. Oh, Mann, bist du riesig. Aber ich mache einen Rückwärtssalto. Skillbombe. Mann, na, dann guck mal, gestern. Oh, nicht mit Skill. Oh, Feuer rausgeboxt und Feuer oben ruf. Ja, ich hoffe, ich komme beim ersten Mal hoch, sonst kostet mich das eine Menge Zeit. Mario, nimm Anlauf und spring! Yes. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh, na, so geht's natürlich auch. Here we go! Damit haben wir jetzt 26 Sterne. Ne? Oh Mann, es geht wie diese Brezelbacken hier. Man, der kratzt sich jedes Mal die Läuse vom Kopf. Ich glaube, unter der Mütze wird er sehr schwitzen. Das ist bestimmt eine Baumwollmütze. Und ich gucke mal. Nee, nein, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Das ist der letzte Stern, dafür brauche ich das Unsichtbar-Macht-Ding. Und dafür muss ich. Tarnkappe. Ja, genau, dafür muss ich das machen. Und. Ja, dann machen wir jetzt einfach den Palastschalter. Das stört nicht. Das können wir, glaube ich, im Untergeschoss ganz einfach machen. Oh, boah, erstmal voll auf den Boden aufgeklatscht. Wo gibt's Treppen? Treppen, scheiße, aber auf Treppen, Mann, ich springe. Das hat eine Kurve geht und zapp, bin auch hingesprungen. Hey, du Rüpel, ich will kaum mehr blaue Flecken. Lass mich sofort los. Pause hat mir diesen Stern geschenkt. Wow, na und nun? Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste, aber ich bin in Eile, also nimm ihn und lass mich runter. Ja. Ich stehe nicht auf Hasenbraten, ich finde Hähnchen viel besser, also. Ja, naja, wenn das Hähnchen an ist, dann komme ich wieder und dann mache ich einen Hasenbraten aus dir. Here we go! Aber ich glaube, zu Spaghetti passt das nicht und auf Pizza lässt sich das auch nicht machen. Tja, Mario, nix für deine italienischen Gerichte. Ja, letztens war ja Ostern und wir haben tatsächlich den Osterhasen in den Ofen geschoben. Das fand ich echt dreist, aber
Naja, es ist bei uns eine Art Tradition, könnte man sagen, aber ich finde es echt ein bisschen weiß. Hier ist das nicht drin, aber hier ist noch ein Stern und den kriegen wir von Tod und. Nee, ich muss hier rein, genau. Und wieder meine Schwimmübung früher, Mario. Button Smashing! Boah, das macht sich mit dem Controller viel schwerer als beim Nintendo 64. Aber egal. So, und dann stampfen wir die Säule hier ein und. Oh, psch, oh, erstmal voll gegen. Oh, hey, oh Mann, das springt. Kannst du mich manchmal nicht an. Und eingebatzt. Und ja, ich verstehe nicht, wo der Mechanismus dahinter ist, aber. Das Wasser läuft ab und wir haben den schönen Schlossgartenhof, den Burgrahmen zerstört. Oh, das sah vorher so cool aus. Ich hasse das immer, das Wasser hier wegzumachen. Und dann ist dahin alles so gelb und. Oh, nee, ich mag das eigentlich nicht. Ich meine, der Burgrahmen sah doch echt cool aus. Und, ja, ich hoffe, er kommt irgendwann wieder. Aber wir wissen, dass es nicht so sein, sein wird, dass es nicht wiederkommt. Und wir gehen jetzt hier in das Ding rein. Ja, wozu das? Boah, das sieht aber cool aus mit Mario hier unsichtbar. Das sieht auf dem Emulator richtig cool aus. Ja, ich werde versuchen, die ersten roten. Okay, ich habe schon mal verkackt. Okay, dann werde ich jetzt bloß den Schalter holen. Oh. Und nochmal voll. Oh. Ja, Mario hat sich den Arsch platt gesessen oder platt gestampft und. Oh, ich finde die Musik so toll, das ist die gleiche Musik wie in der Rutsche. Anlauf, Sprung, Münze und. Oh fuck, oh, das war knapp. Oh, das komische Ding hat mich gerade gerettet. Oh, Alter, Mike, denn hier für Projekte? Das ist ja gerade furchtbar gewesen. Mach, nein! Oh, das war knapp. Oh, Alter. Oh, der letzte Hechtsprung hat mir den Hintern gerettet. Und wir drücken den blauen Schalter, denn ich finde die blauen Kisten, echt, die sehen ziemlich cool aus. Blau-Weiß finde ich ist eine tolle Mischung. Jede Figur! Und Mario, wenn er die roten Münzen nicht hat, muss hier runterspringen, aber ich springe einfach da runter. Selbstmordakt! Ja, ja. Ich muss ja nochmal reden. Ja, nee, das mache ich jetzt aber noch, weil das wäre sonst echt für Kackhaufen. Oh, klar, ich habe noch genug Zeit. Also, Leute, ihr könnt euch nochmal freuen und wahrscheinlich mit anderen sehen, wie ich denn nochmal die roten Münzen verpacke, aber ich weiß jetzt, dass das die erste links ist. Mario schreit jetzt ziemlich viel. Ach, man, reg dich doch ab. Oh, das ist ein Leben, das ist keine rote Münze. Ah, da sind noch zwei. Ha, kein Damage getaked. Aber jetzt so. Nö. Scheiße. Ah, boah, das war knapp. Die Scheiße. Wünsch mir alles schlechter. Da, 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 da. Da, 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 da. Und stupid. Und hier ist eine Münze und. Hier ist die zweite Münze. Und. Oh, da hinten ist die. Oh, ich habe das Schabi, ne? Ja, Schabi, ne? Und jetzt die siebte Münze und die letzte ist in dem Käfig da drin, ne? Nein, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Oh, ich hab's nochmal. Oh, Alter. Alter! Das war knapp. Und das ist die achte Münze. Und ja, was hat die Zeit? 6 Minuten noch. Ah, 6,5 Minuten. Lass mal. Aber ich sehe die Zeit. Die sieht man da unten immer ganz gut eigentlich. Und ja, der 28. Stern. Here we go. Genau, sieht aus so. Ja, es hat doch immer das gleiche. Also hätten ruhig ein bisschen, also so wenigstens andere 2, 3 Wortraupen noch dazu nehmen können, und das wäre nicht schlimm gewesen. Aber ja. Oh, noch 2 Sterne, dann kann man den zweiten Bowser in den Po treten. Ja, stimmt, genau. Das sind ja bloß noch 2 Sterne. Oh nee, das geht ja wirklich hier. Ratzi fatzi, also das Let's Play wird, hoffe ich, nicht mehr als 30 Parts brauchen. Ich denke mal, das krieg ich locker hin. Ich habe jetzt schon fast ein Viertel. Mit 30 Sternen habe ich 1/4 des Spiels durchgezockt. Oh ja, das habe ich glaube ich noch gar nicht in keinem Part erwähnt. Ja, ich werde dieses Spiel zu 100% durchspielen. Also das heißt, ich werde den letzten Bowser, auch wenn man ihn schon viel, viel, viel früher in den Hintern treten kann, ich werde es nicht tun.
Ich weiß nicht warum, ich will einfach alle Sterne haben und ja, und ich weiß auch, dass ich alle schaffe oder ich weiß auch, wo alle sind und mittlerweile so. Und ja, wir suchen noch. Dann könnte ich ja nicht noch den machen, das wäre auch eine Idee. Ich glaube, da reicht unsere Zeit nicht ganz. So, dann können wir nämlich noch hier den 29. Stern von diesem Tod einsacken. Ja, wo er den her hat, ist mir rätselhaft. Oh, da sah Tod noch richtig cool aus irgendwie. Das sah noch aus wie bei Mario Party 3 oder 2 oder 1 oder so. Später sah er schon ein bisschen mehr nach Neuzeit aus, kann man sagen. Und er gibt uns einen Stern, den hat der Bowser genommen, abgenommen, was ich ihm gar nicht zutraue. Oh, kleine unverarbeitete Pilzsuppe. Und ja, wir haben mal 29 Sterne und dafür danken wir ihm und wir gehen jetzt in diese Welt. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Oh mein Gott, das Gift ist ein bisschen ätzend. Verreckt bloß nicht, ja. Nee, ich geb mir Mühe. Die Musik ist hier so sehr mystisch, finde ich. Unheimlich cool. Das ist eine geile Welt. Viele hassen die wegen des Giftlabyrinths, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Denn ja, wenn man weiß, wo was ist und man wo wie hin muss, dann geht das einigermaßen ganz gut. Oh, warte mal, ich hätte auf die andere Seite muss, glaube ich, oder? Scheißegal. Ich wollte den anderen Schalterpalast machen. Dass ich alle drei Dinger habe hier. Nein, wir können ja umdrehen. Mario zeigt seinen Sprungskill und wir laufen und. Die Musik finde ich echt cool. Hier sind die Münzen, 100 Münzen sammeln, extrem schwer, finde ich eigentlich. Denn man verreckt hier leicht. Vor den Kopf ein ballert. Ja, Mario hat wahrscheinlich schon ziemlich viele Löcher im Kopf gehabt und musste schon endlich mal sein Gehirn liften lassen, damit es wieder an der richtigen Fleck sitzt. Viele würden jetzt sagen, ja, na, bei Männern liegt das Hirn doch sowieso unter der Gürtellinie. Trifft auf viele zu, aber natürlich nicht auf Mario. Ja, da muss ich nicht rein, ich muss woanders hier. Ich bin ja gerade echt ein bisschen konfusioniert. Aber ich glaube, ich muss da hinten in den Gang rein, ja, genau, da hinten muss ich rein, glaube ich. Eigentlich könnte ich auch Nessie machen. Na, wir haben noch Zeit, glaube ich. Ja. 3 Minuten. Aber wir wissen, auf Ende der Zeit, also ich glaube, wir haben 1 Minute wieder vorher aufgenommen, bevor ich den Timer gestartet habe. Ja, das heißt, wenn Ende der Zeit ist, muss ich auch wirklich Ende machen. Ich glaube, zum Palast schaffen wir es nicht genau. Oh, Hilfe, ein Riesenstein will mich umrollen. Wäre jetzt ein bisschen anderer Farbton, würde ich ja sagen. Ist ja ein Zelda-Verschnitt und das ist ein Gorone oder so. Ja, hier gibt es einen extrem easy Stern. Den werde ich jetzt aber nicht holen, denn ich will nicht 3 Schalterpaläste hinter mir haben. Oh, ja, da oben haben wir ihn schon einen gesehen wahrscheinlich. Oh nein, was? Das kann doch nicht wahr sein. Schnell, 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 schnell. Oh, ja, da oben ist ein Stern. Da muss man nur den Wandsprung hochspringen und ja, dann hat man ihn. Dabei hätte ich jetzt zwar meinen 30-Sterne-Pensum voll, aber hey, ich mach das jetzt nicht. Das ist doof. Ich will jetzt die 3 Schalterpaläste voll haben. Und ja, sobald ich alleine bin, werde ich wieder in die erste Welt zurückgehen, vermutlich, und die endlich mal komplett machen, weil da habe ich, soweit ich mich jetzt erinnere, gerade 1 Stern gemacht. Wow! Bums. Mein Kabelleute verliert sich jetzt weh. Nö. Also, Stampfattacke, obwohl ich nicht verstehe, man erholt doch aus, um nochmal extra eine schöne Arschbombe zu machen und trotzdem verliert er keine Energie. Noch 9 Sterne. Weil du wolltest einen Schalterpalast machen, der ist. Yeah, Button Smashing! Ja, da kann ich glaube ich nochmal den. Ich glaube, da kann ich auch noch ein rotes Münzen-Ding abkassieren. Außerdem ist die Musik das, wenn man Metall-Marius, die ist richtig die geil. Ja, Alter. Naja, tut mir leid, anders geht's nicht. Ich meine, man kommt doch anders hoch, aber. Ich werde mich jetzt bitten, das zu machen. Das kostet uns so viel Zeit, denn ich will vor dem Schalterpalast stehen. Und ich glaube, jetzt muss ich. Ah, ich geh erstmal raus. Hey, wow. Ach, die ist aber schlecht zu kontrollieren. Dann gehen wir als Ola. Boah, das Vieh ist aber schwer zu kontrollieren. Und wir sind drüben. Und können hier reingehen. Und ja, ich muss den Part gleich beenden. Ich habe noch 1 Minute, schätzungsweise. Wahrscheinlich ist es etwas weniger. Und darum fangen wir schon mal an zu verabschieden. Ich denke mal, du machst noch ein Part mit, oder? Klar. Auf jeden. Also ist da eine dicke drin. Die finde ich richtig cool. Der 16-Bit-Techno wurde geboren mit diesem Soundtrack. Nein. Also, so extrem ist es nicht. Aber es ist schon cool, finde ich. Das ist ein richtig geiles Lied. Wir sind nahezu unsterblich. Außer wenn wir abstürzen sollten, was ich gerne tue. Einfach durchgelatscht, voll platt gewalzt. Und hier sind noch ein Leben und 2 rote Münzen. Ja, und ja, hier an der Stelle werde ich ein paar beenden. Und im nächsten Part werde ich den Schalter drücken und
den roten Münzenstern einsammeln. Und bis dann, Leute, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.